Keine glockenförmige Pagode, keine regelmäßige Pyramide, sondern eben so wie die Zipfelmütze der Phryger oder der Tsunami, der wie eine Peitsche ausgreift, eine Krallenhand an deren Spitze. Also eine beschleunigte, sich wie ein Häkchen krümmende, wie eine Brust mit unterschiedlichen konvexen Linien emporschnellende Brust, die sich da aufbäumt als Interferenz, Monsterwellen, Akzentuierung der seltensten Exotiken, die sich hervorzutun wussten. Ich habe mich gefragt in der Nacht, ob dieses einzige Ziel des Überleben des Exotischsten, des Erfolgreichsten, des tautologisch-anthropisch Erfolgreichsten, weil am längsten überlebt habenden, sich spezialisierenden, sich diversifizierenden, ob dieses Prinzip im Tierreich nicht schon genauso gilt wie beim Menschen mit ihrem Optimaldominanz-Selektionsmechanismen, der Brunft, die auch hier dem adaptiv Fittesten gelten. Und das große Los derjenige gezogen hat, der die Formen so zu mischen wusste, in deren maximaler Kontrastierung das wieder ein neues, skurriles Formtypen-Karosserie-Ergebnis dabei herauskam, das noch besser herumzukutschieren wusste, noch stromlinienförmiger die Fluten zu teilen vermochte, um durch Geschwindigkeit zu entkommen. Also dieses beim Menschen hinzukommende, übererfolgreiche, maximal beschleunigte, wie eine Kavitationsblase an einem Peitschenschlagspitze. Ob das im Tierreich auch schon eine Rolle spielte, aber bei Menschen handelt es sich nicht nur um ein dyadisches, instinktives Informationsspiel, sondern eben um die Gebrochenheit eines ternären, aufgespreizten, mit all den Krankhaftigkeiten, mit all den masochistischen Inversionsformen, mit all den Selbstzerstörungsmechanismen, mit all dem Zughetzzwang von unsinniger Arbeit, überbordender Leistung, ein lebenslang Schinderei, Plagerei, Pyramidenbau, all das, was nur möglich ist, wenn
das Bewusstsein sich selbst ansichtig wird und sich aufbäumt an dieser dafür hochgezogenen Schallmauer des Todes und Möglichkeit, damit ob diese Erfahrung, weil man sowieso rettungslos verloren ist, erst rechts nichts mehr zu verlieren hat und alles dran setzt, alles wagt, alles auf eine Karte setzt, allen Mut zusammennimmt, den Mut der Verzweiflung, sagt man, alle Unmöglichkeiten und Perversionen und Hinterlisten und Chuzpe und Glorie und Begeisterung und sich anstecken lassen. Also diesen ganzen, nicht nur in aktiv-passiven Formen, nicht nur in transitiv-intransitiven Handlungsformen, sondern vor allem in reflexiv-irreflexiven grammatischen Inversionsformen so übererfolgreiche Wesen, dass diese Zuspitzung, die herausragt aus der Oberfläche von Solaris, eben noch jenen Hieb, jede Krümmung eines Kommas, jenes Häkchen, das einhakt in die Helix der DNA und vom Ribosom ausgelesen wird, also wieder jener Beschleunigungszugzwang. Erst recht nochmal kurz vor dem Unmöglichen hineinzukommen ins Reale, alles dran zu setzen. Dies ist erst beim Menschen möglich. Und das ist dann der Zusammenhang, von dem der ganze Gedankenkomplex ausgegangen ist. Ob dieses Terniere bereits Struktur des Realen selbst ist und sich am Ende der Reduplikationsreihen einfach als Prinzip, als Gesetz auf die terniere Struktur des abgekoppelten Begehrens des Menschen übertragen hat, oder ob vice versa diese pathologische Struktur, die sich als Gegenkompensation gegen den Urunfall herausgebildet hat, die Realwahrnehmung der Wirklichkeit so aufspannt, eben dreidimensional erstmalig, tridimensional bis quaternär zeitlich, dass diese Vorstellungswelt sich dann scheinbar auf die Gesetzmäßigkeiten des Realen überträgt und diesen zuschreibt, obwohl sie darin noch gar nicht vorhanden sind in dieser primären Rekombinatorik. Das spielt eigentlich keine Rolle, weil man ja in der Erkenntnisstruktur immer nur von einer Seite ausgehen kann und deren Anschreibungslogik und Grammatik daraufhin zu befragen wissen muss, was das Ziel, was der Grund, was die Funktionsaufgabe eben gerade dieser absurd einmaligen Struktur ist und gewesen sein wird.